Yo Leute, und was geht ab? Und willkommen heute zu meinem neuesten Video. Ich weiß, ich habe schon lange keins mehr gemacht, doch ich versuche jetzt einfach regelmäßig wieder welche zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber vielleicht. Deshalb würde ich sagen, machen wir doch jetzt einfach mal hier weiter. Wo wir zuletzt aufgehört haben bei Abenteuer. Haus vom Gamer. Also. Wir nehmen uns so die, obwohl vielleicht sogar die Mine am besten gegen die Kirschen austauschen, weil die Kirschen machen ja boom, richtig stark. Und die Mine ja nur auf einen Fleck. Gut. So, dann fangen wir an mit der Sonnenblume. Ich setze die immer hier hinten in der hintersten Reihe und vor denen immer in die Erbsen. Das ist die beste Aufteilung eigentlich, finde ich. So ist die größte Chance zu gewinnen. Da fange ich halt Stück für Stück ein, an sie zu machen. Und da kommt schon der erste, den kann ich jetzt gleich platt machen. Mit meiner Erbse. Die wird den jetzt platt machen. Ah, es ist gerade ein bisschen laut. Wartet. So. Dass sie mich auch gerade richtig gut hört. Hättest du ja. Nee, bevor wir hier wirklich einen hinsetzen. Ich schnapp jetzt das und setze das hier. So, so. Genau, das ist da dann hier hin. Dann schnappen wir uns die da. Aber es gibt ja noch so Nacht-Dings. So Nachtlevels, die sind sehr schwer, weil dann fallen keine Sonnenblumen vom Himmel. Oh, da kommt schon wieder einer. Hinten ist jetzt alles voll und das bedeutet, jetzt kann ich die letzten zwei Reihen mit Erbsen ausfüllen. Und ich hoffe, versuche jetzt auch regelmäßig Videos zu machen. Am Montag kommt auf jeden Fall eins raus, ganz bestimmt das. Ist, ja, es ist aber jetzt, also am Montag kommt kein Pflanzen gegen Zombies Video raus. So, dann mache ich einfach nur noch eine Reihe hin. Weil die mit Tüten sind ja etwas stärker, also halt mehr aus. Aber ich bin total imba. Richtig imba. Dann sammle ich sie hier wieder ein. Nicht mehr warten müssen sehen. Oh, oh, oh. Die da, diese Eimer-Zombies, die sind voll groovy. Aber irgendwann später kommen ja noch solche Tanz-Zombies. Boah, die sind so groovy. Wenn die da tanzen, dann kommen aus dem Boden noch Zombies. Alter, voll, voll geil. Aber diese Eimer-Zombies, die sind richtig imba. Also die halten wirklich viel aus. Boah, imba. Hm. Aber das Spiel allgemein ist auch voll groovy, also nice halt. Wer jetzt von euch eigentlich nicht weiß, was groovy bedeutet, was ich da die ganze Zeit glaube, groovy heißt cool. Und imba, das heißt, also OP, dass man OP ist. Zum Beispiel der Amazon-Zombie war imba. Zum Beispiel. Meine Festung ist auch total imba. Ach, oh nein. Okay. Das ist eigentlich ein ziemlich einfaches Spiel. Ach, und wenn wir mit PvZ1 hier fertig sind, kommt vielleicht PvZ2? Kommt drauf an, was ihr dazu sagt, ob ihr damit einverstanden seid. Also, und nach dem hier werden wir dann den
Ich habe gerade aus Versehen Stopp gedrückt. Tja. So. Die fressen die einfach auf. Perfekt. Aber die brauchen halt lange zum Kauen, aber. No problem. Oh, dieser Duplinator, oder wie der heißt. Schießt zwei Erbsen auf einmal. Du. Welchen soll ich denn noch nehmen? Hab einen Plan. Oh, da kommt schon der Erste. Da. Platt machen. Jetzt habe ich schon zwei Sonnenblumen. Wartet mal. Also ich bin noch da, damit ihr es nicht weiß, aber ich rede gerade zu wenig. Deshalb lasse ich euch einfach mit Musik hören. Diese wollen da springen, die sind auch voll creepy. Ja, die sind schnell und irgendwann, die können einfach über deine Pflanzen springen, also. Aber deshalb habe ich dort diese Kartoffelmine hingesetzt. Da kommt gleich nochmal einer. Um euch zu zeigen, wie die hier oben ist.
Nein, das haben sie an meiner Festung. Oh oh. Naja. Keine andere wird sowieso sterben, wenn ich einmal. Oh nein, mehrere von denen. Obwohl sind ja nicht die, wo doppelt schießen. Ja, perfekt. Oh nein, da ist schon wieder einer mit Eimer. Damit halt nicht so nah meine Festung jetzt kommt. Ja, so. Vielleicht haben wir gewonnen. Da noch einen. Und da. Ein Brief. Hallo, wir starten gleich einen großen Brief auf dein Haus. Herzlichst. Die Zombies. Gut, Leute. Ihr seht, das ist ein perfektes Ende für das Video. Und zwar, nächstes Mal, im nächsten Video, werden wir ihren Angriff abwehren. Darum sage ich zum Hauptmenü. Und ciao, Leute, und bis zum nächsten Mal.